So, du hast hier Avocado und Grünkohl ausgesucht. Und ich denke mal, daraus werde ich Pirogen machen, also mit einer Grünkohlfüllung. Und dazu gibt es eine schöne Avocadosoße. Los geht's. So, mit dem Teig für die Pirogen fangen wir gleich mal an. Dafür braucht ihr erstmal 240 Gramm helles Dinkelmehl. Dazu kommen erstmal 3 Esslöffel Lupinmehl, ein halber Teelöffel Salz, ein Teelöffel Trockenhefe, ca. 2 Esslöffel Margarine, ein Teelöffel Ahornsirup und zum Schluss noch 16 Esslöffel Sojamilch. Und das könnt ihr jetzt erstmal zu einem schönen Teig verkneten. Wenn ihr einen geschmeidigen Teig habt, könnt ihr ihn ruhig noch ein bisschen durchkneten, 1-2 Minuten. Und dann geht ihn einfach zurück in die Schüssel und lasst ihn an einem warmen Ort ein bisschen gehen. So, dann jetzt an die Füllung. Dafür braucht ihr erstmal eine Zwiebel, die könnt ihr halbieren und vierteln und einfach in feine Stücke schneiden. Ab in eine Schüssel damit. Außerdem braucht ihr ungefähr 200 Gramm Tofu und den könnt ihr in ganz grobe Würfel schneiden. Die Füllung wird nachher zum Schluss eh nochmal püriert, deswegen ist es auch nicht so wichtig, dass sie so wirklich gleich groß sind und alle schön klein sind. Wenn ihr die Füllung gerne ganz lassen wollt, also nicht pürieren wollt, dann schneidet die Würfel auf jeden Fall noch ein bisschen feiner. Genau wie die Zwiebeln und auch gleich den Grünkohl. Dann lassen sich die Piroggen dann auf jeden Fall auch einfacher füllen. So, jedenfalls in die Schüssel damit. Und den Grünkohl einfach in relativ grobe Streifen schneiden. Oder wie gesagt, halt in feine Streifen, wenn ihr die Füllung ganz lassen wollt. Dann braucht ihr eine Wokpfanne, am besten eine mit Deckel. Und da könnt ihr schon mal 3 Esslöffel Olivenöl reingeben. So, und sobald es Öl heiß ist, könnt ihr den Tofu und die Zwiebeln in die Pfanne geben. Und das schwitzt jetzt erstmal schön ein paar Minuten an. Darf auch ruhig ein bisschen Farbe bekommen. So, wenn die Zwiebeln langsam ein bisschen Farbe bekommen und der Tofu auch, dann könnt ihr einfach den Grünkohl dazugeben und langsam mit unterheben. Die Temperatur könnt ihr auch ein bisschen reduzieren dann. So, dann nach 1-2 Minuten könnt ihr den Herd einfach ausschalten. Und dann noch circa eine Minute weiterrühren auf der Resthitze. Und dann könnt ihr einmal den Deckel drauf geben und das Ganze auf der Resthitze ein bisschen durchziehen lassen. So, nach ca. 5 Minuten könnt ihr dann alles in ein hohes Gefäß geben. Dann kommt noch ein Teelöffel Salz dazu, 2 Esslöffel Sojasahne, außerdem noch ein Teelöffel Senf. Und das alles könnt ihr jetzt schön fein pürieren. So, bis ihr alles so fein wie möglich püriert habt. Der Grünkohl wird sich wahrscheinlich nicht super weich pürieren lassen. Dann geht es an die Avocado-Soße, die soll so ein bisschen pikant werden. Erstmal braucht ihr natürlich eine Avocado. So, die müsst ihr einfach nur aushöhlen und könnt dann schon mal euren Mixer geben. Ich nehme jetzt meinen Omniblend. Ihr könnt allerdings auch ganz einfach euren Stabmixer benutzen. So, dann habe ich hier eine Paprika. Ich habe jetzt hier eine gelbe, ihr könnt natürlich auch eine rote nehmen oder eine grüne. Je nachdem, welche ihr euch besser schmeckt, könnt ihr einfach auch so ganz in den Mixer geben. Oder beim Pürierstab vielleicht vorher ein bisschen kleiner schneiden. Dann habe ich hier ein kleines bisschen Chili. Davon nehme ich jetzt auch wirklich nur ganz wenig. Da könnt ihr aber auch, wenn ihr es schärfer haben wollt, mehr nehmen. Oder zum Beispiel ganz einfach Chili-Pulver benutzen. Außerdem ein Teelöffel Salz, ein Esslöffel Apfelessig und ca. 20 Esslöffel Sojamilch. Und das Ganze könnt ihr jetzt pürieren, bis ihr eine schöne, feine Soße habt. So, die Soße könnt ihr jetzt erstmal beiseite stellen. So, dann könnt ihr euren Teig wiederholen. Und den könnt ihr jetzt entweder halbieren oder auch vierteln und damit bestimmt ihr halt, wie groß eure Piroggen werden. Also wollt ihr etwas größere Piroggen haben, dann halbiert ihr ihn. Und wollt ihr etwas kleinere haben, dann viertelt ihr ihn. Ich viertel ihn jetzt einfach
Und ob ihr den Teig jetzt halbiert oder viertelt, ist eigentlich völlig egal. Die Machart bleibt eigentlich ein und dieselbe. Den Teig rollt jetzt erstmal so rund, es eben geht, aus. Circa bis zu einer Dicke von 3 mm. Dann achtelt ihr den Teig ganz einfach. Also einmal halb durch, dann nochmal quer durch. Im Grunde so wie eine Torte. Und mit einem Esslöffel gebt ihr jetzt kleine Häufchen auf den hinteren Teil der Stücke. Nicht zu groß, denn die sollen ja nachher auch nicht rauslaufen. Und dann rollt ihr die Teigstücke mit der Füllung zusammen nach innen hin ein. Und verschließt einfach die Enden und könnt dann solche kleinen Hörnchen daraus formen. Und das sind auch schon eure Piroggen. Es gibt natürlich noch andere Möglichkeiten. Zum Beispiel könnt ihr den Teig sozusagen rechteckig ausrollen und dann einfach mit dem Messer in Quadrate schneiden und die sozusagen immer halb überklappen. Aber irgendwie finde ich diese Form immer am schönsten. So, dann habe ich hier noch etwas, was ihr eigentlich ja im Grunde auch weglassen könnt. Es gibt dem Ganzen nur noch mal den gewissen Schick. Und zwar habe ich hier 5 Esslöffel Sojasahne mit einem Esslöffel Ahornsirup verrührt. Und damit bestreiche ich jetzt ganz einfach die Piroggen. Und ihr könnt die, wie gesagt, auch einfach ohne lassen. Das ändert eigentlich am Geschmack nicht großartig was, nur am Aussehen. Also es gibt dem Ganzen so einen richtig schönen Glanz. Und ja, um das zu demonstrieren, werde ich auch eine Reihe einfach ohne die Mischung lassen. Ihr könnt das also ganz einfach mit einem Pinsel auf den Piroggen verteilen. So, und jetzt kommen die Piroggen in den Ofen. Und zwar bei 180 Grad für ca. 15 bis 20 Minuten. So, das waren jetzt ca. 17 Minuten. Ja, sehen doch eigentlich ganz gut aus. So, ich hoffe, ihr seht das jetzt so ein bisschen im Video. Also das hier ist jetzt der ohne diese Sojasahne und das ist der mit. Der hat also quasi so ein kleines bisschen Glanz. Und wenn ihr da noch mehr haben wollt, also mehr Glanz sozusagen, dann müsst ihr einfach die Mischung so ändern, dass es sozusagen weniger Sojasahne und mehr Ahornsirup ist. Und dann glänzt das Ganze noch ein bisschen mehr. Wird natürlich auch so ein kleines bisschen süßlich. Deswegen habe ich da jetzt auch nur so ganz wenig genommen. So, damit habt ihr ein paar Grünkohlpiroggen mit einer schönen pikanten Avocado-Soße. Die Soße könnt ihr übrigens auch noch ein bisschen variieren. Zum Beispiel könnt ihr noch frisch gehackte Kräuter reingeben. Zum Beispiel Schnittlauch, Basilikum, Petersilie. Ja, was euch so einfällt. Ich werde ja bei solchen Rezepten auch häufig gefragt, ob man statt Lupinenmehl auch Sojamehl nehmen kann. Und ja, das geht im Grunde schon in diesem Fall. Allerdings würde ich doch eher Lupinenmehl empfehlen, da es erstmal so ein bisschen geschmacklich neutraler ist. Außerdem hat es schon ein bisschen andere Eigenschaften. Also es macht den Teig so ein bisschen fluffiger und weicher. Deswegen würde ich da schon Lupinenmehl empfehlen. Aber ja, mit Sojamehl wird es auf jeden Fall auch funktionieren. So, mal probieren das Ganze. Die Piroggen schmecken auch an sich schon gut. Und man merkt außen so ein bisschen das Süßliche von dem Ahornsirup. Also, wie gesagt, wenn ihr wollt, könnt ihr das auch einfach weglassen. Und mit der pikanten Soße zusammen. Das ist wirklich oberlecker. Das ist mal ein etwas aufwendigeres Rezept. Da könnt ihr aber auch entweder gleich ein bisschen mehr machen und das sozusagen für später einfrieren. Oder halt, wie gesagt, den Teig nur halbieren und einfach größere Piroggen machen. Dann habt ihr damit auf jeden Fall auch ein bisschen weniger Arbeit. Ja, wenn ihr wollt, könnt ihr noch die anderen Kombinationen ausprobieren. Dafür müsst ihr einfach nur hier auf zurückklicken. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bye.